Das Thema Haltung spielt beim Saxophonspielen natürlich eine große Rolle. Generell gilt die Regel, das Saxophon kommt zu euch und nicht ihr zum Saxophon. Wenn das Instrument aber nicht richtig eingestellt ist, passiert es häufig, dass man anfängt, seinen gesamten Körper in Richtung des Saxophons, in diesem Falle vor allem des Mundstücks, zu bewegen und dabei verzieht sich die gesamte Körperhaltung ziemlich unvorteilhaft. Ich zeige euch mal, wie man das Instrument erstmal so in Anführungszeichen einstellt, damit es wirklich zu euch kommt. Erster Punkt ist die Frage der Bogenstellung. Ja? Da hänge ich das Instrument einfach mal so ganz entspannt vor den Körper und ich habe es natürlich jetzt extra so eingestellt, dass ihr schön sehen könnt, ja? Das Instrument ist so eingestellt, dass das Mundstück im Grunde von mir aus gesehen rechts am Mund vorbeigeht. Dabei sollte das Instrument aber wirklich schön frei hängen, damit ich gar nicht auf die Idee komme, das Saxophon mit dem Daumen der linken oder rechten Hand zu manipulieren. Wenn es also jetzt so hängt, dann sollte das Instrument auf meine Nasenspitze zeigen, konkret das Mundstück natürlich. So, und dann fixiere ich das Ganze mit der rechten Stellschraube. Jedes Saxophon hat einen eigenen Schwerpunkt und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr euch diese Zeit nehmt. Der nächste Aspekt ist natürlich dann die Mundstückeinstellung. Die Frage, welche Neigung hat das Mundstück, das Blatt im Verhältnis zu eurem Ansatz? Auch das spielt eine große Rolle und das zeige ich euch jetzt mal in der Nahaufnahme. Ist das Mundstück falsch eingestellt, so wie hier, drehe ich meinen Kopf, um richtig ansetzen zu können. Das ist auf Dauer natürlich überhaupt nicht gut für meine Muskulatur und für die gesamte Atemhaltung. Also achte ich darauf, dass mein Mundstück immer so eingestellt ist, dass der Winkel von Blatt zu Ansatz auch wirklich stimmt und ich gerade bleiben kann. Jetzt habe ich mein Instrument so eingestellt, dass es wirklich zu mir kommt, dass im Grunde das Mundstück auf ganz, ganz leichten Druck der rechten Hand hier über den Daumen sofort in der richtigen Position im Mund sitzt. Aber was kommt jetzt? Jetzt kommt natürlich der Vorgang des Einatmens und dabei passieren wirklich fast regelmäßig bei vielen Saxophonisten merkwürdige Dinge. Erstens, ich zeige es euch einfach, man atmet schön in den Oberkörper, was ja schon mal nicht gut ist, ne? Und dann gehen beide Hände nach oben. Ne? Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Beobachtet mal eure Kollegen, aber vor allen Dingen viel besser, beobachtet euch mal im Spiegel, was insbesondere mit der linken Hand passiert. Ja, je höher ihr spielt, umso aufgeregter wird man ja, zumindest wenn man nicht wirklich souverän mit der dritten Lage umgehen kann. Und schon geht die ganze Handhaltung mit der Schulter nach oben. Und das ist nicht gut. Eine falsche Handhaltung beginnt bereits in den Schultern. Wenn ihr schön tief einatmet und in die falsche Richtung atmet, nämlich nach oben, zieht ihr die Arme nach oben, zieht ihr den Ober-Unterarm. Also das sieht alles nicht gut aus. Und damit verändert sich natürlich auch der Winkel eurer Finger, speziell des Zeigefingers. Stellt ihr den Zeigefinger der linken Hand zu weit nach oben, dann kommt ihr nicht mehr gut auf die Palm Keys, auf diese Klappen, die für die dritte Lage zuständig sind. Viele Probleme, die man also mit den hohen Tönen hat, sind auch darauf zurückzuführen, dass die gesamte Körperhaltung schon signalisiert, Alarm, Alarm, hier wird etwas ganz kompliziert. Lasst ihr die Schulter fallen, fällt auch euer Zeigefinger nach unten. Und steht der Zeigefinger im rechten Winkel zum Korpus, kommt ihr völlig problemlos an diese Palm Keys heran. Hier schön zu sehen, ich muss einfach nur mit der Hand nach hinten gehen, also diese Bewegung machen, ein wenig im Handgelenk einknicken und schon treffe ich diese Klappen problemlos. Das gleiche gilt für die rechte Hand. Bin ich hier zu steil, komme ich nicht mehr ans tiefe C. Bleibe ich mit dem Zeigefinger im rechten Winkel, ist das kein Problem. Was wiederum auch für die linke Hand gilt, bin ich mit dem Zeigefinger im rechten Winkel, komme ich gut ans tiefe B, bin ich mit dem Zeigefinger zu steil und hebe damit den gesamten Unterarm bis zum Ellbogen an, komme ich da unten kaum noch hin. Also Grundhaltung, Schultern fallen lassen, entspannt bleiben, in den Bauch atmen und nicht in den Oberkörper und beide Zeigefinger rechtwinklig und schon habt ihr keine Probleme mehr.